Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Destiny 2. Schön, dass du mit dabei bist und vielen Dank an alle, die meine letzten Videos angeschaut, kommentiert oder bewertet haben. Ich bin hier gerade auf dem Weg zu Xur. Ich habe noch eine aktive Quest, eine Exo-Quest, die würde ich gerne bei ihm abgeben. Die Neuen beobachten dich, Hüter. Ich weiß nicht warum, denn bei den Neuen kann man nie wissen. Xur zuckt unregelmäßig immer wieder zusammen. Ein Tentakel schlängelt aus seiner Kapuze hervor und verweilt schwebend neben dir. Deine Haut nimmt seinen Duft wahr. Während du diese Empfindungen noch so zu verarbeiten versuchst, erscheint ein Gegenstand in Xurs Hand. Ich überreiche dir dieses Geschenk, doch ich bin nichts, daher wisse, dies ist aus und von den Neuen. Es anzunehmen liegt in deinem Ermessen. Vielen Dank. Genau, ich war schon mal bei Xur, als ich offscreen gespielt habe und habe mir die Exo Hartes Licht und die versiegelte Ahamkara Griffe geholt. Wir nehmen noch ein exotisches Engramm mit. Ich habe ja eben ein exotischer Code noch gekriegt. Dann schauen wir mal, was wir hier noch kriegen. Es war nie mein. Ich hoffe, dass ich der Wellenspalter werde. Eine Energiewaffe. Spurgewehr. Laserschaden hat 3 Stärken, die wechseln, während der Abzug gedrückt gehalten wird. Ein Polygonlauf, verbesserte Batterie, überladende Batterie. Wenn man eine Sphäre der Macht aufsammelt, wird für eine Weile maximale Power gewährt, die mit automatischem Nachladen beginnt. In diesem Modus werden Ziele durch Dauerfeuer unterdrückt und angepasster Schaft für erhöhte Stabilität, kontrollierter Rückstoß und verringertes Handhabungstempo. Interessant. Ich habe bisher noch nie mit einem Spurgewehr gespielt. Das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Jetzt habe ich noch eine weitere Quest, die wir abschließen können. Und zwar Steige auf. Da sehen wir uns gleich bei Hearthstone. Und da sind wir auch schon. Und wir sprechen direkt mit ihr. Ja. Keiner will mir erzählen, was da unten passiert ist, sagt Hearthstone und wirft einen nervösen Blick auf Ikora. Jedes Mal, wenn ich frage, sagt sie, das seien vertrauliche Informationen und wechselt das Thema. Hearthstone sieht sich besorgt um und schüttelt den Kopf. Ich werde dich nicht darum bitten, Ikoras Wünsche zu missachten. Es muss einen Grund haben, warum sie manche Dinge geheim hält. Doch so erschüttert habe ich sie nicht mehr gesehen, seit sie erfahren hat, dass Savathun das Licht hat. Hearthstone legt die Stirn in Falten und starrt einen Moment lang in die Ferne. Weißt du was? Vielleicht ist es besser, wenn ich es nicht weiß, murmelt sie und wendet sich wieder zu dir. Manchmal ist die Wahrheit furchteinflößender als die eigene Vorstellungskraft. Quest abgeschlossen. Steige auf. Gib auf dich acht, ja? Kein Loot bekommen. Schade. Wir schauen mal kurz in die Quests rein. Ja, die sind weg. Wir gehen in die Saison der Tiefe. Und zwar lösen wir mal die Seasons Pass Ränge ein. Wir bekommen 50 legendäre Bruchstücke für den Rang 44, ein exotisches Engramm und Druckmonitor, eine Geistprojektion für Rang 45, 46 war ein EP Boost, 47 hält ein Everversum Engramm für uns bereit und einen Tiefenblick Harmonisierer, 48 ist ein Boost und dann bekommen wir auf 49 noch 40 1000 Glimmer. Heute würde ich gerne mit euch in einen Dämmerungsstrike rein. Mir fehlen noch ein paar Punkte, dass wir die Herausforderung abschließen können, die wöchentliche, und wir gehen auch direkt rein. Ich will die gleichen, die Jäger benutzen.
Okay, wir sind hier ziemlich am Ende. Interessant. Ja. Perfekter Einstieg. Dankeschön, Kollege. So, erstmal in Sicherheit bringen. Barriere-Champion. Kommt der Große. Der wäre weg. Jetzt einmal flüchten. Ich tue den wiederbeleben. Lege hier hinten nicht down. Okay, er hat sich selber wieder belebt. Sphären aufsammeln. Oh nein. Löwengebrüll. Eine Exo-Waffe. Zeig mal her. Ein Granatwerfer. Ich nenne es Zhang Fei. Schlägt fast so heftig zu wie ich.
Intrinsische Eigenschaft, verzögerte Freude, Granatenprojektile prallen von Oberflächen ab, drücken und gedrückt halten, um zu feuern, loslassen, um zu sprengen. Cool, die sieht ja richtig schön aus. Gegengewicht, ja, wir geben erstmal noch Wertungen ab. Der ist schon raus. Gegengewicht. Die Waffe ist für vertikalen Rückstoß gewichtet. Kontrollierter Rückstoß deutlich, erhöhte Stabilität, erhöhte Handhabung. Implosivgeschosse. Die Projektile dieser Waffe sind größer und explodieren kontrolliert. Erhöht Geschossgeschwindigkeit, erhöht Stabilität und verringert Explosionsradius. Herdenausdünnung. Direkte Treffer fügen den Schilden von Kämpfern mehr Schaden zu. Verursachter Schaden erhöht das Nachladetempo. Schnelle Todesstöße gegen Kämpfer, die durch Granaten Schaden genommen haben, füllen das Magazin wieder auf. Der Halbschaft. Diese Waffe ist besonders leicht zu halten, erhöht Handhabungstempo deutlich. Ja, heute ist ja ein richtiger Exo-Regen bei mir. Okay, wir haben die wöchentliche Quest abgeschlossen. Wir schauen mal in die Season 21 rein. Wir können eine Prämie abholen. Dunkelste Dämmerung. Uneinigkeit SR4 haben wir bekommen. Dann springen wir von der Zeit her auf Savatun. Und ich würde sagen, wir machen mal mit der Kampagne weiter. Das Ritual. Let's go. Der Reisende! Ikora, der Reisende ist bereits hier. Ich glaube, wir sind zu spät. Wir befinden uns im Reich der Göttin der Lügen. Die Dinge sind nie das, was sie zu sein scheinen. Es ist noch nicht zu spät. Ich kann es spüren. Jetzt, wo der Reisende sieht, was Savatun tut, warum nimmt er ihr das Licht nicht weg? Warum lässt er das einfach geschehen? Ich weiß nicht warum. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Aber wir wissen, was wir tun müssen, um die letzte Stadt zu schützen. Haltet das Ritual auf. Schützt unsere Verbindung zum Licht. Die Menschheit braucht euch. Euch beide. Der Hohn strömt wegen des Rituals in die Festung. Die Schar ruft schwere Verstärkung aus dem Portal herbei. Das wird uns den Weg in die Festung versperren. Haltet die Schar und den Hohn so lange ihr könnt auf. Und überlasst mir das Portal. Ich bin schon auf dem Weg. Einiges los hier. Lichtträger-Ritter. Okay. Ich habe keine schwere Muni mehr. Einmal den Geist weg. So, was haben wir hier hinten? Eine Hexe. Noch eine Hexe. Nicht schießen, Hüter. Das regle ich. Okay. Konzentriert euch darauf, das Ritual zu stoppen.
Der Hohn trifft zu Hunderten ein. Das Ritual muss immer stärker werden. Denk an den Plan, Hüter. Halte das Ritual mit allem auf, was nötig ist. Ohne das Licht ist die letzte Stadt schutzlos. Sperre Munition nehme ich gerne mit. Ja. Ja, und seine Messer. Muss man echt aufpassen. Schön down. Schnell hin. Den Geist weg. Und weiter geht's. Einmal die Schwere nachladen. Ein bisschen Munition haben wir. Ist okay. Das Ritual findet auf der Festungsspitze statt. Wir müssen einen Weg hinauffinden. Gehen wir jetzt unten lang, oder wie? Gut. Erstmal die Hexe wegmachen. Wir haben hier drei Zeichen. Und hier haben wir auch drei Zeichen. Allerdings weiß ich jetzt noch nicht, wie ich die aktiviert krieg. Hier hinten kommen wir auch nicht durch. Die sind blockiert. Ich brauche vermutlich solche. Aber wo bekomme ich die her? Bringt nichts, die abzuschießen. Ja, du bist immun. Ich muss hier die brechen, aber mit was? Leichte Überforderung macht sich breit. Hier reinspringen und ja.
Ja, ein Kreischer. Einmal wegmachen. So, den Kristall, einen hätten wir. Was schießt hier unten? Nochmal ein Kreischer. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ja, es war ungeschickt. So, wir haben alle drei. Kann ich jetzt jedes Portal nehmen? Die sind jetzt auch verschwunden. Wir gehen auf der anderen Seite rein. Stall Nummer 1. Kreischer. Stall Nummer 2. Oder war das Kristall Nummer 3? Nee. Verdammt. Hier hinten ist er. Das ist er. Fast den Geist vergessen. Und weiter geht's.
Du bist zurück. Was für eine Überraschung. Nur ein Scherz. Diese Thronwelt ist von meinem eigenen Bewusstsein nicht zu unterscheiden, Hüter. Jeder Schritt, jede abgefeuerte Kugel, jeder geflüsterte Gedanke. Ich merke mir alles. Vergiss das nicht. So, der Questmarker führt uns wohin? Runter. Hallo? Kampfbanner. Oh, cool. Schnell. Ich bin so froh, dass du hier bist, um das zu sehen. Sabatun. Simon. Wow. Ich brauche Regeneration. Diese Alkolyt. Den hasse ich wie die Pest. So, schnell den Geist besiegen. Okay, nächste Runde Sabatun. Und down. Da ist ihr Geist. Ich komme nicht dran, oder? Was ist hier los? Sie haut ab. Meine Geister machen keine Zugeständnisse.
Wir dienen den wahren Interessen des Reisenden. Keine Zugeständnisse? Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Du und deine Geschwister, ihr habt meine Freunde getötet. Ich erinnere mich an Oryx und die Besessenen. Ich erinnere mich an das, was du mit den Erwachten und der träumenden Stadt gemacht hast. Ich werde nie vergessen, was mit Sagira passiert ist, mit Osiris. Ich würde eher sterben, bevor ich mich entschließen würde, der Schar zu helfen. Sie ist zu mächtig. Was sollen wir tun? Wir müssen das Portal reaktivieren, um auf den Erinnerungsaltar zuzugreifen. Ihr die Wahrheit zu zeigen, wird sie nicht aufhalten. Aber wir müssen es versuchen. Ist offen. Das ist ein Zauber. Savatun spinnt ein Netz um den Reisenden. Wir müssen ihn befreien. Die Fesseln stammen von diesen Türmen. Wir müssen einen Weg finden, sie zu erreichen. Was glaubt ihr, was ihr ausrichten könnt? Ihr könnt das nicht verhindern. Ich weiß, dass das eurer Natur widerspricht. Aber ihr könnt trotzdem mit Anstand verlieren. Zeigt ihr die Erinnerung, Hüter. Diese Geschwister werden bald vom Licht beansprucht. Außer wir beanspruchen sie zuerst. Wir werden dem schlauesten Geschwisterteil von einem prophezeiten Kataklysmus erzählen. Nein. Nein, das ist nicht passiert. Der Reisende kam nie zu uns. Wir waren gezwungen, die Tiefe zu wählen. Wie konnte mir das entgehen? Jetzt wollt ihr also Spiel spielen. Dann spielen wir. So.
Zauber ist fast gebrochen. Okay. Blickresonanz. Du bist jetzt also die Expertin. Die Expertin für mich, die Schar, für Lügen. Glaubst du das wirklich? Nächster Turm. Ja, großartig. Schön Fisch geglitscht. Ein weiterer Turm. So. In die Mitte. Wir werden ihre Angst nähren. Ihren Stolz. Also gut. Du weißt so vieles? Dann sag mir, wer ich bin. Wahrscheinlich wird sie durch die Hexen gesperrt. Ich will hier Hexen.
das war nicht gut. Ein Treffer und ich bin down. Ah, der erste ging voll daneben. Komm jetzt, Savatun. Gleich ist sie down. Sieh mal an. Ich habe mich verkalkuliert. Genau wie du, Lüther. Du hast den Reisenden so gut beschützt, dass du verhindert hast, dass ich ihn rette. Aber der Zeuge kommt. Ihr könnt das Spiel jetzt spielen. Und gewinnen oder verlieren. Sag nur nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Nein. Wo ist Ihr Geist hin? Hüter, ich habe es gerade erfahren. Der Reisende ist zurück in der letzten Stadt. Ist es geschafft? Ist Savatun? Sie ist tot. Aber Ihr Geist ist entkommen. Das genügt. Haltet eure Position. Die Verborgenen kommen, um die Überreste zu sichern. Gute Arbeit, Hüter. Du hast das Richtige getan. Und jetzt? Jetzt bereiten wir uns auf den Zeugen vor und verhindern den nächsten Untergang. Du versprichst ihnen Leben, aber bringst nur den Tod, wie schon so viele Male zuvor. Genug. Genug Tod. Genug Leben. Du hast keine Spielfiguren mehr. Das Spiel ist vorbei. Dein bleiches Herz hält den Schlüssel. Dieses Mal gibt es kein Entkommen. Und damit endet die heutige Folge. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.